Seit heute ist das neue Jugendwort des Jahres raus. Das ist Smash und heißt sowas wie, mit dem würde ich aber gerne Sex haben. Und hätten Sie das gewusst, also was das jetzt genau heißt? Macht nichts. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ab einem bestimmten Alter muss man das auch nicht mehr wissen, oder? Es sei denn, Sie wollen die jungen Leute besser verstehen. Das versuchen wir jetzt mal und zwar mit Tim Gensheimer. Er ist vom Sinus-Institut. Das Institut untersucht mit Umfragen, wie die Jugend von heute so tickt. Und da wollen wir jetzt mehr wissen. Hallo, Herr Gensheimer. Hallo, guten Tag. Jugendwort des Jahres, also Smash. Wussten Sie das, was es heißt, ohne zu googeln, mal ehrlich? Also in sozialen Medien ist mir das, glaube ich, schon durchaus mal untergekommen, aber von Jugendlichen direkt habe ich es noch nie gehört. Ja, das Wort geistert schon seit ein paar Jahren im Online-Kontext herum, habe ich den Eindruck, und jetzt scheint es ja, das auch in die echte Welt dann geschafft zu haben. Mhm. Und wir haben das aber auch schon bei früheren Jugendwörtern des Jahres gesehen, dass quasi Begriffe aus anderen Kontexten gesampelt werden und dann in den Mainstream-Sprachgebrauch sozusagen schaffen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen drauf achten, wenn ich so durch Insta oder Facebook mich da durchbewege. Durch die Friday for Future-Bewegung hat man ja den Eindruck, dass die Jugendlichen politisch aktiv sind und Wert auch auf Nachhaltigkeit legen. Wird dieser Eindruck durch Ihre Studien beim Sinus-Institut belegt? Also wir am Sinus-Institut beforschen die Jugend ja schon seit Jahrzehnten und wir merken eben auch im Zeitvergleich, dass die Jugend sehr sensibilisiert ist für Umwelt- und Klimathemen, aber dann doch eher selten oder selten nachhaltig politisch aktiv ist, dauerhaft sozusagen. Wir haben festgestellt, dass Fridays for Future natürlich die Jugend vor ein paar Jahren neu politisiert hat und auch das generell politische Interesse geweckt hat. Aber wir können aber auch feststellen, dass bei Fridays for Futures Aktionen nicht die Jugend präsent ist, sondern vor allem bestimmte jugendlichen Gruppen. Das sind Jugendliche, die formal höher gebildet sind. Das Geschlecht ist quasi fast ausgeglichen, die Geschlechterverhältnisse. Und Nachhaltigkeit bezieht sich bei Jugendlichen vor allem um das Thema Mobilität. Wie bewege ich mich fort? Bei Lifestyle-Fragen, abgesehen von der Ernährung, ist es dann doch eher im Hintergrund. Wir wollen dann natürlich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, wenn wir über die Jugend sprechen. Aber stimmt es, dass also die Jugend weniger arbeiten möchte, als wir noch wollten, also als wir noch wollten? Also mehr Work-Life-Balance, ist da ein größeres Bewusstsein da eben bei vielen jungen Menschen? Also das Bewusstsein ist auf jeden Fall da. Das kann ich so bestätigen, dass jetzt Jugendliche generell nicht mehr leistungsorientiert sind, nicht so viel arbeiten wollen. Das finden wir jetzt eher nicht so. Es gibt natürlich Jugendliche, die eher weniger leistungsorientiert sind, aber auf der anderen Seite gibt es auch die High-Performer. Ich glaube, das war schon immer so. Was wir allerdings sehen, ist, dass Jugendlichen bei der beruflichen Orientierung die weichen Faktoren etwas wichtiger sind als die harten Faktoren, wenn man so will. Es muss aber beides erfüllt sein. Und mit den weichen Faktoren meine ich sowas wie, dass die Arbeit Spaß macht, dass sie den eigenen Neigungen und Fähigkeiten entspricht und natürlich auch mit dem Privatleben vereinbar ist. Das Gehalt oder Karriere, das kommt dann eher etwas weiter hinten, aber ist natürlich auch noch wichtig. Was ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen ist. Unsere Generation war ja von Aufbruch geprägt. Wir haben positiv in die Zukunft geblickt. Wie geht es denn den Jugendlichen heute angesichts der politischen Lage? Ist ihr Blick durch die eher negativen Nachrichten pessimistischer geworden? Natürlich beschäftigt die Jugendlichen auch immer die großen politischen Themen, Klimawandel, das Thema Krieg versus Frieden, gerade in Bezug auf die Ukraine in den letzten Monaten, Migration, Gleichstellung und Gleichberechtigung. Das bewegt die Jugendlichen natürlich. Aber wenn wir uns mit den Jugendlichen sehr eingehend unterhalten, mit sehr vielen tun wir das, da sehen wir, dass die größten Sorgen der Jugendlichen eher nah am eigenen Leben sind. Also da geht es dann um so Sachen wie Leistungsdruck in der Schule oder in der Ausbildung, um Zeitmangel, Misserfolge, vielleicht auch hier Stress in der Familie oder unter Freunden. Ja, wir sehen, dass aber die Jugendlichen in der Mehrheit im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem eigenen Leben sind und auch recht verhalten optimistisch in die eigene Zukunft schaut. Es gibt so eine Art Bewältigungsoptimismus. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Das bezieht sich aber vor allem auf die eigene Zukunft. Wenn sich dann der Fokus weiter richtet auf die Welt oder vielleicht auch einfach auf Deutschland, auf Europa, da ist man dann schon deutlich pessimistischer. Wie tickt also unsere Jugend? Das will das Sinus-Institut schon seit mehreren Jahrzehnten wissen. Und gesprochen habe ich darüber mit Tim Gensheimer eben vom Sinus-Institut. Denn heute ist auch das Jugendwort des Jahres rausgekommen und das ist Smash. Vielen Dank, Herr Gensheimer.